Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich bin der Mero und in diesem Video geht es um das Einbinden von Token in das D&D Beyond Sheet. Und beim Einbinden von Token sind zwei Kleinigkeiten wichtig. Die eine Kleinigkeit ist, dass der Token übernommen wird in die jeweilige Spieleplattform. Das könnte zum Beispiel Foundry VTT sein oder Roll20. Und das andere ist, dass der Spieltoken rund ist, denn die meisten Spieler bevorzugen oder die meisten Spielleiter bevorzugen runde Token. Ein Token ist ein sogenannter Spielstein, den man dann über eine virtuelle Karte bewegt. Um so einen Token zu erstellen, gibt es hier eine schöne Webseite. Und diese Webseite ist von The Fateful Force. Und das Tool, das hier verwendet wird, heißt VTT Token Maker. VTT steht hier für Virtual Tabletop Token Maker. Und zur Vorbereitung solltet ihr euch ein Bild heruntergeladen haben, ein Bild eurer Wahl. Bei dem Bild eurer Wahl müsst ihr natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr keine Copyright-Geschichten verletzt, denn das kann euch unter Umständen dann irgendwann zum Nachteil werden. Ihr habt hier die Möglichkeit, dass ihr entweder hier draufklickt auf dieses Feld und könnt darüber eure Grafik hochladen oder ihr könnt es ganz einfach per Drag and Drop machen. Also ihr klickt eure Grafik, die ihr hier rein einfügen wollt, an und zieht die hier einfach rein. So werde ich jetzt machen. Und damit das Ganze hier neutral bleibt, habe ich mich für einen Smiley entschieden. Damit fährt letztlich hoffentlich keine Copyright-Rechte. Jetzt seht ihr hier schon, ich kann auf diese eingefügte Grafik draufklicken und kann die dann hier in der Größe verändern, so wie ich das möchte. Ich kann sie auch drehen, wenn ich möchte. Aber das ist natürlich alles, das könnt ihr persönlich machen, wie ihr wollt, wie eure persönliche Vorliebe ist. Darum geht es hier auch gar nicht, sondern es geht darum, dass ihr jetzt hier einen Token erstellt. Diese Größe ist schon vorher abgespeichert. Das bedeutet, wenn ihr hier dann einen Download macht, dann passt der von der Größe her auf jeden Fall. Ihr habt hier unten die Möglichkeit, verschiedene Sachen einzustellen, und zwar die Border, Background, Overlay, Text und Scale. Was wir hier brauchen, ist der Border Style. Das ist quasi der Rand außenrum. Ihr seht, jetzt ist es ein durchgängiger Rand, der ist orange. Hier gibt es dann einen mit zwei Halbmonden als Beispiel oder hier, ne, ein bisschen vielleicht was Ausgefalleneres, je nachdem, wie ihr das möchtet. Aber es ist auf jeden Fall immer die Größe, die dann passt und die dann auch richtig ins Spiel implementiert wird. Jetzt habt ihr hier unten noch die Möglichkeit, die Farbe von eurem Ring oder von eurem Frame oder von eurem Border zu ändern. Und jetzt setzen wir das Ganze noch ein bisschen halbwegs in die Mitte. Hier oben rechts habt ihr die Vorschau. Und dann sieht es doch schon mal ganz gut aus. Zum Einfügen der Grafik, es sollte entweder eine PNG sein oder eine JPEG. Die Ausgabe, seht ihr hier, ist Download Token als PNG. Und ihr habt hier natürlich noch die Möglichkeit, dann andere Sachen hochzuladen und ein bisschen intensiver euch mit dem Thema zu beschäftigen. Aber uns geht es jetzt darum, relativ schnell und simpel einen Token zu erstellen. Also machen wir hier Download Token. Und jetzt wird auch uns auch angezeigt, es hat hier ein Download stattgefunden. Und diesen Download, diesen downgeloadeten Token findet ihr jetzt normalerweise auch auf eurem PC in dem Bereich Downloads. So, nachdem der Token erstellt ist, gehe ich mit euch auf die Seite von D&D Beyond und hier fügen wir dann diesen Token ein. Das wäre hier oben. Hier steht bei mir jetzt Test. Hier kommt normalerweise der Name rein, den ihr eurem Charakter gegeben habt, hier auf eurem Character Sheet. Und klicke jetzt hier mal auf Manage und jetzt geht hier auf der Seite ein Menü auf und hier unter Change Sheet Appearance. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr hier den untersten Reiter, der heißt Portraits. Und wenn ihr auf Portraits draufklickt, dann habt ihr hier entweder ein paar Bilder zur Vorauswahl. Die sind alle eckig. Wie gesagt, bevorzugt wird normalerweise ein runder Token. Und ich klicke jetzt hier auf Durchsuchen. Dann geht bei mir ein Fenster auf. In diesem Fenster, im Explorer-Fenster, gehe ich dann auf Downloads. Und dann nehme ich mir hier auch wieder einfach den
Token, den ich gerade erstellt habe, mache da Doppelklick und jetzt seht ihr, ist er auch hier schon drin. Und ich klicke jetzt hier nur noch auf Change Portrait und dann wird er mir eingefügt. So, wenn ich jetzt auf Manage klicke und hier auf Display in VTT, dann kann es passieren, dass immer noch der alte Token da ist. Das probieren wir jetzt mal aus. Und nee, er hat schon den neuen übernommen. Sollte hier immer noch der alte Token drin sein, klickt einfach mal F5 und dann wird das Ganze aktualisiert. Was wir jetzt noch machen können, das ist, ihr könnt hier im Bereich nochmal auf Manage klicken, dann auf Change Sheet Appearance. Und wenn ihr dann hier draufklickt, nochmal auf Manage, dann seht ihr hier, dass ihr hier den Underdark Mode ändern könnt. Also hier momentan ist jetzt bei mir zum Beispiel weiß auf schwarz. Dann habt ihr hier die Möglichkeit schwarz auf weiß. Wobei für die Augen wesentlich angenehmer finde ich eben weiß auf schwarz. Dann habt ihr hier noch die Themes. Und bei den Themes habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, die Ränder noch zu ändern. Und dann haben wir noch die Backdrops. Und bei den Backdrops ist es auch so, standardmäßig ist wahrscheinlich hier bei euch das Backdrop eingestellt von der Klasse, die ihr gewählt habt. Da ist es auch, wenn ihr noch ein bisschen nach unten scrollt, die Möglichkeit, dass ihr für einen besseren Kontrast eine andere Farbe nehmt. Da ist zum Beispiel Dark Blue, Dark Gray, Dark Green, wie ihr möchtet. Aber es ist einfach so nochmal wesentlich einfacher zu lesen. Vor allem für den Dungeon Master, weil der muss ja euren Sheet offen haben neben dem Spiel. Und ja, das macht es dann einfach wesentlich angenehmer. So, das war's dann schon von meiner Seite für dieses kurze Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Abo freuen oder über einen Daumen hoch. Und unter dem Video im Text werdet ihr auf jeden Fall noch einen Link finden zu diesem Token Maker und einen Link zu dem Discord, in dem ihr mich erreichen könnt. Das war's soweit von mir. Ich noch einen schönen Tag und viel Spaß mit Dungeons & Dragons.